Am Sonntag, den 26. September, findet die Bundestagswahl statt. Mit ihr endet die Ära Merkel. Nach insgesamt 4 Legislaturperioden und 16 Jahren an der Spitze der deutschen Politik geht Angela Merkel in den Ruhestand. Welche Partei dann die Regierungsbildung übernimmt, ist noch unklar. Viele Wähler sind noch unentschlossen. Das sind die Wahlprogramme der Parteien, die nach aktuellen Umfragen die Nase vorn haben. CSU/CDU. Die schwarze Null ist das große wirtschaftliche Ziel der Union nach der Pandemie. Dazu zählen keine Steuererhöhungen und ein Deckel bei 25% für Unternehmenssteuern. Auch die Vermögenssteuer und Spitzensteuersätze sind hier tabu. In Sachen Klimawandel will die Union ein klimaneutrales Industrieland. Dies soll mit innovativen Technologien und wirtschaftlichen Investitionen geschehen. Klimaneutralität ist dabei an den wirtschaftlichen Wettbewerb geknüpft und steuerliche Absetzbarkeit von Investitionen ins Klima sollen geschaffen werden. SPD. Homeoffice, Mindestlohn bei 12 Euro, Tariflöhne in der Altenpflege und die größere Belastung hoher Einkommen und Vermögen sind die wirtschaftlichen Kernpunkte der SPD. Vor allem die steuerliche Belastung von Vielverdienern ist der SPD wichtig. So soll das Ehegattensplitting abgeschafft werden oder der Steuersatz ab einem Einkommen von 250.000 Euro um 3% angehoben werden. Die Sozialdemokraten setzen beim Klima vor allem auf Wasserstofftechnologien, Solaranlagen und komplett regenerativ erzeugten Strom bis 2040. Bündnis 90 Die Grünen. Die Grünen wollen eine Energierevolution und Green Jobs. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro steigen und die wirtschaftliche europäische Zusammenarbeit fürs Klima gefördert werden. Der Klimaschutz steht bei den Grünen ganz weit oben auf der Liste. Vor allem die CO2-Bremse soll eingeführt werden. Diese sieht eine Prüfung aller neuen Gesetze auf den CO2-Ausstoß hin vor.